erster Tag in Kuala Lumpur. Heute gucken wir uns einfach zu Fuß ein bisschen die Stadt an. Krass, gibt es hier sogar einen kostenlosen Pool für Kinder. Das ist eine echt schöne Stadt, muss ich sagen. Das gefällt mir. Halb sieben wird Zeit, mal was zwischen die Kiemen zu bekommen. Wir haben jetzt ein bisschen im Hotel gechillt, sage ich mal, bin ich wirklich. Ich habe Bilder in dem Blogbeitrag für die Westaustralien-Route gemacht und ein bisschen Isaac gezockt. Eine kleine Autorennbahn. Jetzt gehen wir mal hier den Food Market, den Street Food Market erkunden und schauen mal, was hier alles so Leckereien gibt. Ich sitze jetzt hier im günstigsten Restaurant, was wir hier finden konnten, weil heute Morgen, als wir hier lang gelaufen sind, hat das alles so zwischen 5 und 10 Ringgit gekostet. Und heute Abend kostet das alles einfach mal das Dreifache, weil jetzt die ganzen Touris unterwegs sind. Morgens sind dann nicht so viele Touris da. Dann haben die immer Happy Hour. Ja, das hat uns gerade ein bisschen erschlagen, weil wir dachten eigentlich, dass das hier viel günstiger ist mit dem Streetfood. Aber das ist richtig, richtig, richtig teuer. Schon krass. Ja, jetzt geben wir uns hier so eine Nudelsuppe und keine Ahnung, was das ist. Dann geht's zurück zum Hotel. So Leute, das war's für heute. Wir sind voll gefressen, sind wieder im Hotel, sind hundemüde, weil wir bis 4 Uhr das Video geschnitten haben. Also ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach mal ein Däumchen da. Schaltet morgen wieder ein. Bis dann. Ciao.